voll ins Schwarze bzw. ins Goldene. Denn hier auf dem Frühlingsfest des BSC BB Berlin in Weißensee traf heute der ein oder andere Pfeil genau sein Ziel. Ob jung, alt, groß oder klein, am Tag der offenen Tür durfte jeder mit Interesse den Bogen in die Hand nehmen und seine Pfeile in Richtung Scheibe schießen. Natürlich immer tatkräftig unterstützt von Trainern und Helfern des Vereins. Wir sind tatsächlich ein sehr großes Trainerteam. Circa ein Dutzend Trainer sind beschäftigt für die verschiedensten Jugendgruppen und auch Erwachsenengruppen. Die sind ja sehr vielfältig aufgestellt. Wir sind also vom Breitensport bis hin zum Spitzensport orientiert. Hier am Standort sind wir am Hauptverein. Ja, und wir haben aber auch 2-3 Kilometer weiter natürlich eine richtige Leistungsschmiede im Sportforum Berlin. Doch nicht nur für Training und Feste wird der Sportplatz Rennbahnstraße vom BSC BB Berlin genutzt. Dass wir dieses Jahr auch richtig hochrangige Turniere hier drauf haben, als regelrechte Meisterschaften, Kreis- und Landesmeisterschaften der Jugendlichen, aber auch im Laufe des Jahres der Behinderten. Die deutschen Meisterschaften der Behinderten ist für uns eine Riesenhausnummer. Einer, der diese Entwicklung unter anderem möglich gemacht hat, ist Carsten Otto. Also wir haben vor 2 Jahren hier angefangen, das Bogenschießen für blinde und sehbehinderte Menschen in Deutschland, wie wir dann rausgefunden haben, erstmal zu entwickeln und sind eher zufällig hier zusammengetroffen beim BB Berlin und haben uns dann entschieden, okay, wir probieren das. Wir nehmen die Herausforderung an und gucken einfach mal, was man wirklich draus machen kann, blind und sehbehindert zu schießen, und sind mittlerweile damit deutschlandweit führend und sehr, sehr erfolgreich und ist halt mal komplett eine andere Sportart für blind und sehbehinderte Menschen und macht übelst Spaß. Komplett blindes Bogenschießen, damit die Pfeile trotzdem ihr Ziel finden, gibt es kleine Hilfen. Und man stellt sich letztendlich in das Stativ, hat seine Fußposition und hebt dann den Bogen mit dem Arm nach oben und hat sozusagen den Anschlag am Handrücken. Ein Sport, der hier tatsächlich alle zusammenbringt. Damit es noch mehr werden, nahm der Organisator auch Kontakt zu Flüchtlingsunterkunft Pankow auf. Wir sind heute hier, weil wir eine Einladung haben von Herrn Grundziel, diesen Verein mal kennenzulernen bei so einem Familienfest. Eine tolle Angelegenheit. Und ich bin heute hier mit circa 5 bis 6 geflüchteten Menschen plus nochmal 3 bis 4 Kindern aus unserer Einrichtung. Und es sollte nicht nur beim Reinschnuppern bleiben. Der eine auf jeden Fall, der hat das Angebot, eine Übungsleiterausbildung zu machen. Und danach hat er die Möglichkeit, über den Bundesfreiwilligendienst sich hier zu engagieren und eventuell später auch sogar eine Aussicht auf ein Anstellungsverhältnis. Mehr Zusammenhalt und Gemeinsamkeit als beim BSC BB Berlin geht nicht. Ein Verein, der mit gutem Beispiel vorangeht.